Hallo Leute, willkommen zurück zum Schlüssel der drei Monde. Und ja, hier ist gerade meine Privatarmee. Die habe ich gerade gesponsert und damit wollte ich jetzt eigentlich mal kurz, ups, klingeln. Und ja, auf einmal kommt dann das hier. So, ich weiß jetzt gar nicht, ob meine eigentliche Verteidigung das überhaupt schafft. Ich meine, aber ja. Meister, nein. Ich gehorche mit Freuden. So, erstmal gucken. Ja. Mein Schicksal ist besiegelt. Schesselvanas. Ich beuge mich eurem Willen, Blut vergossen. Vor allem, die schießen aber direkt auf uns. Und ich will eigentlich nicht meine Akolyten verlieren. Mit Freuden. Warum schicke ich eigentlich meine eigene Armee, meine Heimatarmee dahin? Also mal ganz ehrlich. Frage mich sogar, warum ich nicht die da hinschicke, ne? So, und schon ist er tot. Ich wünsche nur zu dienen. Du baust mal einen neuen auf. Ich beuge mich eurem Willen. Und ihr werdet ausgeräuchert. Ja, wunderbar. Gut, dann, Vorsicht. Ja, machen wir mal weiter. Heute machen wir wieder vier Parts und gehen durch das Portal. Ah, von da komme ich auch in die Ecke rein. Wunderbar. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Niemand erteilt mir Befehle. So, das sind meine beiden Katapulte. Damit muss ich jetzt erstmal einen Landungspunkt sichern. Und dadurch muss ich dieses Ding da einfach nur zerstören. Das war's dann. Und mir wurde gerade ein Katapult geraubt. Das ist nicht gut. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Kannst du? Ja, kann er. So, ist er dann da. Sieht aber ganz gut aus. Niemand erteilt mir Befehle. Man muss auch nicht zu übermäßig sein. Mal kurz zurücksetzen. Mal ein paar Truppen sammeln. Und dann nochmal neu anrennen. Die Toten sollen wie niemand erteilt. Mir Befehle. So dummerweise habe ich jetzt ein Katapult verloren. Wollte ich eigentlich gar nicht. Nachbauen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Yeah. Ja, ungefähr so. Ist dieser komische Sound. Hoppla, dahin. So, jetzt mache ich mal separat den Turm hier kaputt, weil er nervt mich gerade. Aufgrund seiner komischen Position. Direkt neben dem Hauptlager, mal ganz ehrlich. Wer stellt einen Verteidigungsturm neben dem Hauptlager? Lass mal ganz ehrlich. So, nicht, dass die nach meinem letzten Katapult hier angreifen. So, den mal kurz einschnüren. So. Dann den da vernichten. Der muss noch da kurz weg. Sehr gut. Jetzt haben wir immerhin schon mal die ganzen Produktionsgebäude vernichtet. Verluste sind aber relativ hoch. Ach. Die kann sich da wiederbeleben. Hm. Nützt dir nichts. Was ist es diesmal? Okay, also bei sowas kann sich wiederbeleben. Hat es eigentlich immer dieselbe Farbe? Ja. Naja, okay, ist nicht zwingend schlimm. Wobei, du könntest dann eigentlich schon mal das klappt machen, nur so zur Sicherheit. Ja, es läuft. Gut, da haben wir einen von zwei Lagen, nee, von drei Lagen kaputt gemacht. Naja, es ist ja relativ easy peasy gelaufen. Mit unglaublich wenig Verlusten, ne? Also ich habe ja eigentlich, hab eigentlich gar keinen Mann verloren, glaube ich, ne? So, Reserve haben wir natürlich. Stellen wir mal kurz hier so auf. Auf Rohstoffe muss ich eigentlich gar nicht mehr achten. Kann mir eh Schnurz sein. Ach was, die können die Gebäude zurückschicken? Das wusste ich ja gar nicht, ey. Mann, was die mir für freie Infos auch geben. Da unten ist noch ein Türmchen. Soll ich alles vernichten? Muss ich eigentlich gar nicht, ne? Ich
einfach hier noch die beiden Türme kaputt, damit Arthas, wenn er gerade das Ding dann nimmt, dass er nicht gerade ein bisschen Blödsinn macht. Ne, hier mal so 1 cm zu weit nach links oder 1 cm zu weit nach oben. Sprecht, Dummkopf. Was ist es diesmal? Ja, dessen bin ich mir auch bewusst, dass er alle drei Schlüssel benötigt. Vorsicht. Das Inventar ist das voll. Das ist schon besser. Hä? Das Inventar ist voll. Ah, endlich. Das ist schon na besser. Super. Ha, der zweite Mondkristall ist unser. Frostmourne hat Hunger. Ja, schicken wir mal die restlichen Truppen wieder zurück durch das eigentliche Portal. So, und die hier jetzt als Reserve hinzufügen. Gut, also den Portal. Ist er hier, ne? Brückenkopf habe ich hier schon hier geschlagen. Kann ich also da die Truppen auslassen? Ja, da muss ich einfach nur hinlatschen. Also haben wir die Mission schon gleich geschafft. Dauert nicht mehr so lange. So, die Mission danach. Ja. Mission danach. Die ist ein bisschen interessanter, aber nicht wirklich schwer. So, beide Katapulte. Dann hier. Und dann der ganze Rest da oben. Was ich eigentlich auch machen könnte, ich kann die einfach mal... Obwohl, nee, kann ich gar nicht. Nee, kann ich nicht. Dann muss ich ja hier... Oh. Ah, schon ein bisschen stärker befestigt. Ich schicke euch schon mal vor. Ich hoffe, ich mache damit nicht keinen großen Fehler. Dass ich schon mal vorschicke. Und die dann alle nach. Ah, ist kein Fehler, nee. Die reagieren zwar relativ schnell, aber das hilft denen ja eigentlich auch nicht wirklich. So, ich sollte nochmal eventuell meine neuen Truppenbeschwörer auch mal sagen, dass sie Skelette machen sollen. Damit ich auch eine höhere Armee habe. So, bevor ich das Hauptlager angreife, auch erst einmal die ganzen Türme platt machen. So, dann ist das vorletzte Lager, wenn wir das dann haben. Auch ist ja relativ kurz. Dann können wir uns schon am Hauptlager machen. Ihr könnt auch weiter nach vorne marschieren. Und ihr sowieso. So, zerstört, wunderbar. Wir sind eingeschnürt, das ist auch gut. Ey, nicht einfach so voll oben rumhocken. Ja, auf jeden Fall schon eine deutlich längere Mission. Aber ist auch gut so, dass wir auch mal eine Mission haben, wo wir ein bisschen mehr dran knabbern müssen. Ach. Weil die Mission davor, die waren eigentlich bisher alle relativ easy. Oder ging zumindest relativ schnell von der Hand. Und ja, jetzt mal ein bisschen was Knackigeres. Hat auf jeden Fall ein bisschen Abwechslung. So, vieles von meiner Armee ist ja irgendwie auch nicht mehr so übrig, ne? Kurz gucken. Ah, kann ich einfach mal kurz so einsacken. Dann holen wir uns den dritten Kristall. Frostmourne hat Hunger. Unsere Streitkräfte ist endlich. Der dritte Mondkristall. Der Schlüssel der drei Monde ist komplett. Ja, jetzt müssen wir nur zum Elfentor und es dann öffnen. Und dann haben wir die Mission schon hinter uns, Leute. Was ist das diesmal? Na, schon hinter uns, ja, Mann. Es ging ja so unglaublich schnell, ne? Wir haben gar keine vier Parts dafür gebraucht, glaube ich. So. Trotzdem möchte ich gerne die gesamte Insel unter meiner Kontrolle haben. Und trotzdem möchte ich gerne ein bisschen Reserve holen. So, die Insel tue ich mal komplett als Ausgangsstützpunkt nehmen für den Angriff auf das Hauptlager. Hauptlager vor allem. So, kleine Preisfrage. Benötige ich unbedingt Katapulte? Also eigentlich muss ich Arthas nur dahin bringen, ne? Sprecht, Dummkopf. Eigentlich brauche ich ja keine Katapulte. So. Dann die Griffbestien. Totenschwörer sowieso.
Ja, kann ich noch zwei mitnehmen. Haut doch hin. Nee, Quatsch, kann ich nicht. Scheiße. Halt nur einen. Ich könnte zwar noch einen dritten Goblin-Dings da holen, aber... muss nicht zwingend sein. Na, hier, chill die hier weiter rum und tötet das schon mal das letzte Gebäude dann da. Ach, ja. Dich haben wir auch nicht mitgenommen. Unverschämt, oder? So. Ich hoffe, wir schaffen auch noch die Mission noch danach. Und wenn wir die dann haben, ja, dann läuft's doch. So, hier ist mein Landungspunkt. Da haben wir auch eine Bresche geschlagen. Da können wir die Armee unbemerkt rauslassen. Ah, ist klar. Mhm. Also ein Verteidigungsturm muss ich ja nur die beiden ausschalten, wie ich das sehe. Dann locke ich die da an. Dann gibt es eine größere Schlacht. Und wenn wir die dann alle beseitigt haben, dann können wir so gesehen loslegen. Niemand erteilt mir Befehle. So. Kannst du mal locken? Hallo? Ja, komm her, komm her. So, jetzt geht's los. Die Toten sollen dienen. Was ist das diesmal? Das ist schon besser. Und ein bisschen Priester vermöbeln, weil es Spaß macht. Katapult machen wir ausnahmsweise mit beim Priester vermöbeln. Der macht aber nicht gerade viel Einheitenschaden, ne? Sprecht, Dummkopf. So, dann mal da angreifen, so. Ach, das haben wir schon geschafft, aber. Endlich. Endlich! Die Tore haben sich aufgetan. Wenn wir mit Sylvanas fertig sind, gehört das innere Königreich uns. Die geht immer noch? Ihr verfluchten Monster, wie kann man euch zurückschlagen? Gar nicht. Das Waldläuferweib geht mir gehörig auf die Nerven. Ja, mich auch. Ich töte sie so oft und sie lebt immer noch. So, weiter. Natürlich weiter. Hallo, wir haben gerade nur 45 Minuten gebraucht dafür. Also... Kapitel 5, Silvermoons Untergang. Wenig später am Rande der Elfenhauptstadt Silvermoon. Ja, und irgendwie ist danach auch Ende mit der Insel, ne? So wie es aussieht. Gut gemacht, bis jetzt. Doch die wahre Prüfung steht euch noch bevor. Ha, ich fragte mich schon, wann ihr aufkreuzen würdet. Ich bin hier, damit ihr eure Arbeit macht, kleiner Mensch. Nicht, um sie euch abzunehmen. Ich komme auch allein zum Sonnenbrunnen, Schreckenslord. Lasst euch warnen. Das ist ein Quell mystischer Energie, der den Elfen ihre unsterbliche Macht verleiht. Sie werden ihn nicht so einfach preisgeben. Ob er wohl vermutet, dass ihr mich unterstützt habt, Totenbeschwörer? Ich bin sicher, er vermutet eine Menge. Es liegt ihm im Blut, mit dem Schlimmsten zu rechnen. Doch nun, wappnet euch. Die Stunde meiner Wiedergeburt rückt näher. In der Tat. So, und erstmal muss ich mal gucken, was ist das hier für eine Schnurzbasis? Obwohl, zwei reichen erstmal. So, ich weiß jetzt schon voraus, dass wir gleich Besuch bekommen werden. Von da oben. Und dass wir uns auch darum unbedingt kümmern müssen. Die Verdammten stehen bereit. Ach gut, dass sie schon mal da sind. Halt mir Befehle. So, von da kommt gleich was. Na, da sind sie schon. Habt ihr uns vergessen, ihr Schuppen? Ashanu verlor Tala. Schnauze. Sie ist hartnäckig. Erinnert mich an euch. Todesritter. Schweig, du verdammter Geist. Sprecht, Dummkopf. Ja, wäre besser, wenn wir sie los sind, ne? Oh, super. Schlampe. Bringt einfach mal Totenbeschwörer um. Zack, Level up. Und, Tote beleben. Cool. Lassen in Gebiet 6 tote Einheiten auferstehen. 40 Sekunden lang für den Todesritter kämpfen. Das Elfenweib wird versuchen, Verstärkung zu rufen. Dann haltet nach ihren Booten Ausschau.